Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Arena Battle 3 und damit willkommen zurück in den guten alten Arenen, nachdem wir ja zuletzt einen Top 4 Run hatten. Ja, wir sind bei Mika mit seinen Geistern rund um Quabbel und Alola Knogger und Echnatoll und Zwirfinst und Rotom Frost und zu guter Letzt auch nochmal Shadow und Lieke, aka Brixit, fordert ihn heute heraus. Und Brixit hat sich bereits 6 Orden geholt, das heißt nur 2 fehlen noch, darunter Mikas Orden und, lasst mich kurz gucken, ich glaube Rudels Orden, kann es sein. Ich glaube der Nautik Orden, der dürfte auch noch fehlen. Ja, und Nautik Orden wäre der Wasserorden, oder? Und Wasser scheint heute so ein bisschen das Stichwort von Brixit zu sein, denn er bringt hier mit ein Full-Water-Team, mit Ausnahme von Elesaat, aber quasi auf jeden Fall ein Full-Regen-Team, denn Kapu-Kim ist mit dabei, Sedra-King und sehr wahrscheinlich Mega-Sumpex zusammen mit Flipper, der den Regen rausholt. Wir haben einen Aquana mit an Bord, Aquana und Kime vielleicht die defensiven Optionen und Elesaat eben das typische Pokémon, was so ein bisschen den Regen wahrscheinlich auch für seinen Donner nutzen soll. Und ja, das könnte für Mika auf jeden Fall schwierig werden aufzuhalten, denn mit Ausnahme von Quabbel hat er keine einzige Wasserimmunität oder Resistance. Und das wird eine ganz, ganz harte Number für ihn. Denn sobald das Ding fällt, wird es schwierig. Und das Problem ist, dass Quabbel jetzt auch nicht munter vergiften kann und alles halt überlebt und so, weil Kapu Kime halt das Feld rausholt, womit Quabbel dann nicht mehr vergiften kann. Und genau das sind auch die beiden Leads, Quabbel und Kime. Und an dieser Stelle steigen wir dann ein in den Kampf und gucken uns an, wie gut kann Mika Quabbel in Position bringen? Wie gut kann er vielleicht auch einfach das Pelipper ausschalten? Kriegt er vielleicht selbst die Offensive in seine Hand und behält er sie in seiner Hand? Das sind sehr, sehr viele Fragen, auf die wir sehr, sehr viele Antworten brauchen. Und von daher, Quabbel versus Kapu Kime, let's go! Ring frei, würde ich sagen. So, Fairy Shell holt jetzt schon mal das Nebelfeld raus, was ja, wie schon angesprochen, sehr problematisch für Gloxinia sein könnte. Ja, und Kime geht schon mal direkt eine Runde auf Naturzorn, was Quabbel nicht unbedingt gefallen wird, weil jetzt ist es auf 50%. Das ist erstmal okay, weil Quabbel kann sich wieder hochheilen und so weiter und so fort, alles fein. Aber ja, stimmt, das ist ein Bizarro-Raum. Und Bizarro-Raum könnte tatsächlich schaffen, die Offensive in seiner Gewalt zu behalten. Drowl kommt jetzt auf jeden Fall rein, oder Drohle, das ist das Zwirfens. Was auf mich erstmal nicht unfassbar offensiv wirkt. Und es sehr wahrscheinlich auch nicht sein wird. Und was jetzt auch schon mal 50% seiner KP verlieren wird. Hat es die Überreste? Ich weiß es nicht mehr. Scheinbar nicht. Ja, und wenn jetzt Steigerungshieb oder sowas kommt, dann okay. Es kommt aber Abgangsbund und ich glaube aber nicht, dass Kima aktuell in der Lage ist, Drowl einfach rauszunehmen. Es sei denn, es hat Spukball. Spukball könnte killen. Aber es ist ein freaking Zwirfinst. Und das war einfach im Moment zu früh. Ja, und von daher, das war nicht wirklich gut gespielt von Mika, fand ich. Ich glaube, eine Runde später wäre besser gewesen. Und dann hätte er dieses Kime schon mal mitnehmen können. Der Ice Heap jetzt hat auch nicht so viel Sinn gemacht. Ich glaube, jeder andere Move wäre sinnvoller gewesen. Selbst wenn er hier sagt, okay, ich will für den Freeze gehen, ist das Nebelfeld immer noch draußen. Deswegen, ja, I don't know. Das war irgendwie Bizarro-Raum rausgeholt. Super, aber dann überhaupt keinen Druck gemacht. Und jetzt im Bizarro-Raum ist Kapu Kime sogar schneller als Rotom Frost. Bleibt hier auch nochmal drin, drückt hier auch nochmal den Naturzorn. Macht hier auch nochmal 50%. Muss jetzt aber zum ersten Mal auch richtig Schaden einstecken mit diesem Voltwechsel. Und da wir keine Überreste bei Kime gesehen haben, gehe ich sehr stark von der 50%-Bäre aus. Und da muss Mika jetzt natürlich schaffen, dass Kime nicht in diese 50%-Bären-Range kommt, sondern man das direkt killen kann. Und auf mich sieht man Shadow erstmal nach einem Pokémon aus, das das hinbekommen könnte. Tagus kommt jetzt hier rein, oder Thagus, wie auch immer. Das ist das Blipper, was physische Angriffe vermutlich sehr gut wegstecken kann. Es sei denn, Machado kann Donnerschlag, weil das wäre ein kleines, aber feines Problem. Aber Machado geht in aller Ruhe erstmal auf einen Protzer. So, und jetzt ist die Frage, kann es Pelipper mit einem Hieb rausnehmen oder muss Mika einen Rückzieher machen? Er geht auf Diebeschatten, auf plus 1, aber ich sage, das killt Pelipper nicht. Das macht gar nichts. Das macht absolut gar nichts. Und Esterossa hingegen bekommt eine ganze, ganze Menge Schaden. Kommt in die 50%-Bären-Range? Ja, kommt in die 50%-Bären-Range. Okay, von daher könnte der Diebeschatten, wenn das jetzt ein Crit, eine Highroll wird, dann könnte der reichen, aber eher unwahrscheinlich. Aber Pelipper will natürlich auch nicht so viel Schaden bekommen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das jetzt zum Beispiel rausgehen wollen würde. Aber nope, es drückt hier einfach den Orkan. Rotom sollte den sehr gut abfangen können. Wobei ich nicht weiß, ob es einen zweiten Orkan tanken könnte. Also wenn das hier ein Wahlschall-Pelipper ist, könnte man sich auch überlegen,
ob man drin bleiben möchte, aber ja, macht Pilipper hier erstmal nicht, geht raus und Kime ist in Position, wird wahrscheinlich sterben, weil Rotom wenig Grund hat, nicht auf die Elektroattacke zu gehen. Ich glaube, es gibt keine Immunität in seinem Team, außer Sumpex. Sumpex wäre eine Option gewesen. Und Sumpex wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, ne? Sumpex wäre gar nicht so schlecht gewesen. Hätte vom Regen profitiert direkt in der Mega-Entwicklung und. Ja, hätte man machen können. Aber okay. Stattdessen kommt jetzt hier Seedraking, Rotom wird zurückgerufen und jetzt kommt Quabbel rein und soll wahrscheinlich die Wasserattacke abbekommen. Aber es gibt eigentlich wenig Grund hier nicht auf die Drachenattacke zu drücken. Und da kommt der Draco und das wird sehr wahrscheinlich für Quabbel gewesen sein. Nö. Nö. Tankt das halt einfach easy. Holy shit. Okay. Das ist das so, also das ist das Tankt, hätte ich noch erwartet. Aber das ist das so gut Tankt. Na, das ist eher weniger. Das ist eher weniger. So, Bizarro-Raum kommt wieder raus. Und jetzt, wird Quabbel sich wahrscheinlich... Ja, kann Quabbel sich hochheilen? Siedewasser. Das, war wieder ein Missplay auf jeden Fall von Mika. Also mit Zwölfins nicht optimal gemacht. Hier mit Quabbel nicht optimal gemacht. Also mit Quabbel in Seedraking reinzukommen, war sehr gut. Aber dann auf Siedewasser gegen Elisa zu drücken, schwierig. Aber vielleicht wollte das auch sterben lassen und hatte nur Spukball und Siedewasser und dachte sich dann, ja okay, da gehe ich halt auf Siedewasser, weil da ist zumindest die Chance da, dass die Fähigkeit nicht stimmt oder so. Und Nebelfeld bringt ja auch nichts. Vielleicht hatte er da auch einfach in dem Moment nichts. Und für ihn war es einfach das Beste, jetzt in ein Pokémon reinzugehen, was ein bisschen Druck machen kann. Ja, und er geht in Knogger rein, geht auf den Schwertanz. Die Frage ist nur, wird der Aquanas Siedewasser im Regen überleben? Eher nicht. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Siedewasser allein tut schon weh, aber im Regen Stab, boah, das macht dann schon eine ganze Menge Schaden. Regen ist jetzt vorbei. Und jetzt kommt hier Rotom rein. Ich weiß nicht, ob der Bizarro-Raum noch aktiv ist. Ich meine, ja, dann könnte Aquana sogar schneller sein. Wäre ich mir sogar relativ sicher gewesen. Aber, ja. Aquana geht auf jeden Fall erstmal raus. Pilipper kommt rein. Pilipper wird dann sehr wahrscheinlich jetzt auch sterben. Aber zumindest holt sie den Regen nochmal raus. Und vielleicht ist jetzt schon der Moment gekommen, wo man mit Sumpex durchgehen kann. Oder mit Seedraking. Weil Quabbel ist ja auch weg. Also könnte auch Seedraking jetzt durchaus Druck machen. Wird sich zeigen. Wir sehen Apex Predator. Ne, Predator. Predator. Entschuldigung. Entschuldigung, Leute. Ja, und das ist Mega Sumpex natürlich. Kann jetzt hier ziemlich free für eine Kaskade drücken, wo es keine Wasserimmunität mehr gibt. Generell Wasser alles neutral trifft. Also, Kaskade wird sehr guten Schaden machen. Und das Rotom war sogar Wahlschall scheinbar. Denn es war schneller. Aber es war auf Donnerblitz gewählt und wird jetzt hier ebenfalls geopfert. Ah nee, Quatsch. Bizarro-Raum war da. Aber war es dann Wahlglas oder wie oder wann oder wo oder was? Hatte er echt keine Möglichkeit, den Move zu wechseln? Interessant. Die Kaskade wird von Echnatoll halt relativ gut abgefangen. Und außerdem verliert Sumpex hier noch seine Fähigkeit. Ist jetzt also auch nicht mehr wirklich schnell und bekommt Beulenhelm-Schaden. Allerdings wird Echnatoll geflincht. Also wäre es nicht auch vielleicht sowieso die bessere Option gewesen? Warum jetzt Erdbeben? Erdbeben macht weniger Schaden als Kaskade. Weil Kaskade durch Regen geboostet wird, oder? Erdbeben müsste auf 150 sein. Stärke 150 durch Stab. Und Kaskade ist auf 120 durch Stab plus Regenboost nochmal. Also ja, Kaskade wäre stärker gewesen und hätte sehr wahrscheinlich gereicht. Right? Auch wenn die erste Kaskade nicht 50% gemacht hat. Aber vielleicht wegen dem Beulenhelm. Vielleicht wollte er das deswegen nicht machen. Aber okay. Apex Predator ist jetzt auf minus 2, was den Angriff angeht. Und von daher ist Machado vielleicht in einer Position, wo es sich mit dem Protzer ein wenig setupen kann. Wir sehen die Kaskade. Und wir sehen, dass sie immer noch viel Schaden macht. Und vielleicht muss er jetzt sogar nochmal auf Protzer gehen, um zu hoffen, dass er die nächste Kaskade überleben kann. Und die kommt hier auch. Auf minus 2, wenn er selbst auf plus 2 ist, überlebt er das. Er überlebt das. Okay, und jetzt kommen natürlich die Ableithiebe. Das ist klar. So, Ableithieb kommt. Macht aber viel zu wenig Schaden. Viel zu wenig Schaden. Aber er müsste eine Kaskade nochmal tanken, right? Es verliert jetzt Techniker und bekommt jetzt auch Mumie. Ist das ein Problem? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tankt er die Kaskade nochmal? Ich glaube ja, ne? Oh. Crit. Okay, und der Crit mattert natürlich. Und der Crit mattert natürlich. Also theoretisch. Ich
Ja, ich weiß nicht, ob der Regen hiernach geendet hätte, weil wenn nicht, dann hätte man noch Seedraking gehabt und Seedraking hätte sehr wahrscheinlich dann einfach zum Kill angesetzt. Ansonsten hätte man Shadow hier schon noch ein bisschen Druck machen können. Also ich weiß nicht, ob es gewonnen hätte. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Schwierig abzuschätzen gerade, abzuwägen. Ich weiß halt nicht genau, Machado, Elisard wäre schneller, gerade mit der 0-DV-Regel und so. Ja. Okay. Knappes Ding. Vielleicht, eventuell. Mieser Crit. Kann aber passieren. Kann aber passieren. Ich glaube, so oder so hätte Brixit hier noch einige Möglichkeiten gehabt, das Ding zu reißen. Da hätte jetzt schon viel gut laufen müssen für Mika. Aber natürlich unglücklich, dass das so vorzeitig abgebrochen wird, sage ich mal, durch diesen Crit. Aber shit happens, ne? Sagt man ja so schön. Und von daher, Glückwunsch an Lieke, der hier sich tatsächlich Orden Nummer 7 holen kann. Und damit herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Nautic-Ordens. Applaus, Applaus. Ja, Orden Nummer 7 ist es dann jetzt. Das heißt, es fehlt natürlich nicht zum Nautic-Orden. Ich nehme alles zurück. Zum Mumien-Orden. Herzlichen Glückwunsch zum Mumien-Orden. Der Nautic-Orden, der fehlt noch. Aber es war gerade so regnerisch, so ganz viel Wasser und so. Verzeiht mir diesen Fehler. Verzeiht mir diesen Fehler. War gut gemacht. War gut gespielt. War natürlich auch ein starkes Team. Gerade auch gegen Mikas, weil Mika hier nicht sehr viele Optionen dagegen hatte. Zumindest in der Defensive. Quabbel weiß ich nicht, ob es Genesung mit dabei hatte. Wenn es Genesung mit dabei hatte, dann hätte ich die auf jeden Fall irgendwann mal gedrückt. Wenn nicht, dann ist das okay. Dann war das in Ordnung, wie Mika das gespielt hat. Wobei Zwirfinst jetzt auch nicht wirklich optimal war. Ne? Also das war irgendwie weird, wie Mika das eingesetzt hat. Und ja, aber passiert, ne? Passiert. Guti, dann bin ich sehr gespannt, wie das Duell zwischen Brixit und Hudel dann verlaufen wird in Zukunft. Und wir springen jetzt rein in Kampf Nummer 2 für heute. Und es scheint direkt weiterzugehen mit dem Wetter, dieses Mal allerdings mit einer ganzen ordentlichen Portion Sonne. Denn nicht nur Lauris, unser Feuerleiter, hat hier Sonne mit dabei, sondern auch Felix, einer der Aufsteiger, den wir bisher noch nicht gesehen haben, hat Sonne mit dabei. Also Kotl und Grodon, die sorgen hier auf jeden Fall für gutes Wetter und das ist natürlich auch sehr schön. Lauris hat sein übliches Team mit dabei, was er auch zuletzt mit an Bord hatte und Felix tritt hier an mit einem Fuegro und Kotl. Dann sehen wir ein Ampharos, könnte das Mega sein, ein Empoleon, ein Karadonis und zu guter Letzt ein Togetic. Ein sehr weirdes Team, also wenn man das so sofort sieht, dann weiß man nicht so genau, was ist jetzt der Plan und ob das Team so richtig stabil aussieht und so. Es wirkt sehr weird. Ich bin sehr gespannt darauf, was er damit anstellen möchte oder ob es einfach ein... Also es sieht wie so ein zusammengewürfeltes Team aus. Das meine ich immer, wenn ich sage, es sieht auf den ersten Blick weird, komisch, merkwürdig aus. Aber vielleicht kann es funktionieren. Defensive ist auf jeden Fall da. Wenn es ein Mega-Ampharos ist und ein Karadonis ist, dann könnte auch Offensive da sein. Vielleicht aber ein bisschen zu wenig. Vielleicht ist Kotl aber auch etwas offensiver interpretiert. Muss man auf jeden Fall mal schauen. Wir springen rein in den Kampf und schauen uns Battle Number 2 für heute an und schauen uns auch gleichzeitig an, ob Felix es schaffen wird, hier seinen ersten Orden zu verteidigen. Für Lauris läuft es ja in der Top 4 momentan super, super gut, aber als Leiter ist er momentan so ein bisschen am Straucheln. Aus den letzten 5 Spielen hat er nur eines gewonnen, von daher soll hier auf jeden Fall mal wieder eine Ordenverteidigung mit dabei sein. Und wir sehen Panflam gegen Fuegro, Starter versus Starter, eventuell in unterschiedlicher Entwicklungsstufe, mag man vermuten. Aber Panflam ist schneller und Panflam legt die Tarnsteine. Da es aber den Mogelhieb eben schon abbekommen hat, würde sie jetzt sehr wahrscheinlich sterben, nehme ich mal an. Denn der Abschlag wird High hier leider eliminieren. Ist natürlich sehr schade, aber zumindest liegen die Tarnsteine und das passt ja zu Lauris sehr, sehr offensiver Strategie. Und ich glaube, dass die Tarnsteine auch nicht schlecht sein können. Ne? Fuegro, Kotl treffen die sehr effektiv. Ansonsten weiß ich nicht, ob es noch irgendwas sehr effektiv trifft. Aber Grodon ist jetzt auf jeden Fall drin, holt schon mal die Sonne raus und könnte jetzt hier für eine Abgrundsklinge gehen. Der Zackenvogel klingt aber schon danach, als würde der fliegen und es ist Togetic. Und Togetic ist auch gut, ne, mit Stein, mit Tarnstein zu erreichen. Und die Steinkante von Grodon, sehr gut predicted. Klar hätte auch Kotl und Fuegro sehr effektiv getroffen, aber damit eben auch Togetic abgesichert. Und das war es dann mit diesem Zackenvogel. So, jetzt kommt George. George bekommt aber auch direkt Tarnsteine. Und wenn das ein Eruptionskotl ist, ist das nicht optimal. Und der Don geht hier nochmal auf die Steinkante. Die killt aber ganz knapp nicht.
und bringt Kotl scheinbar in die 50% Bären-Range. Hört auf, 50% Bären zu spielen, Leute. Es ist langweilig. Ich weiß, sie sind gut, aber sie sind langweilig. Spielt mal Salka-Bäre mehr und Lyzi-Bäre und was es nicht alles gibt, so diese kleinen 25% Bären, also die im 25% Bereich triggern und irgendwelche Werte boosten. Macht mal mehr mit dem Zeug, Alter. So, auf jeden Fall ist Grodon jetzt erstmal toxiniert, kann aber die nächste Steinkante hinterher und das sah für mich fast wie ein Crit aus. Nö. War ein ganz normaler legendärer Hit und von daher sind jetzt schon mal zwei Pokémon eliminiert, die Grodon hier einfach rausnehmen hat können. So, und Empoleon ist jetzt auch nicht das perfekte Pokémon. Klar, der Don ist gewalt, wie wir, glaube ich, wissen. Und von daher muss er hier erstmal rausgehen. Aber später die Abgrundsklinge trifft Fuego, die trifft Empoleon. Eher ungünstig. Eher ungünstig. So, Triton möchte jetzt aber auch in aller Ruhe erstmal die Tarnsteine legen. Jetzt haben wir also Hersatz auf beiden Seiten. Und jetzt haben wir auch Stahlfeuer gegen Stahlwasser. Ist eigentlich auch eine ganz coole Ausgangssituation. Nur mit dem Unterschied, dass es gerade nicht regnet, sondern die Sonne draußen ist. Und ja, von daher werden die Wasserattacken nicht mehr so viel gegen Heatran machen. Die Feuerattacken umso mehr gegen Empoleon. Und genau das sieht man hier zumindest schon mal mit der wirbelnden Magma, die aber zumindest keinen konstanten Schaden macht. Denn Heatran verabschiedet sich erst einmal. Und Hallöchen, hier ist Junglut. So, und Junglut könnte sogar schneller sein als Empoleon. Und könnte Empoleon dann vielleicht sogar straight direkt rausnehmen. Halte ich für nicht allzu abwegig. Aber Empoleon geht hier auf die Wasserdüse. Hat aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Sturzbach-Range ist. Wenn es in der Sturzbach-Range ist, aber knapp. Könnte sein, muss nicht sein. Dann hätte die Wasserdüse hier, glaube ich, sogar gekillt. Meiner Meinung nach. Aber vielleicht ist dem auch nicht unbedingt so. Auf jeden Fall holt sich hier Jungglut einen Kill. Ich finde dieses Jungglut übrigens mega cool. Ich bin mega Fan davon, Leben Orb Jungglut zu spielen, weil das ist voll okay, das ist voll gut. Also, nicht mega gut, aber das geht voll klar und das macht was. Und das mag ich. Mag ich sehr gerne, weil da bin ich großer Fan von. So, und jetzt sehen wir Ampharos gegen Jungglut und da kann theoretisch Jungglut auch nochmal entweder einen Feuersturm raushauen oder einen Fokusstoß vielleicht eher. Aber nein, es kommt der Feuersturm, der misst hier leider nur und von daher war es das auch schon wieder mit Jungglut. Aber vielleicht sehen wir es ja nochmal wieder. Also, das Jungglut bin ich auf jeden Fall Fan von. Und da hat Laurus ja jetzt auch schon zwei Varianten mitgespielt. Einmal eben so ein Auflockern Jungglut. Wobei ich nicht weiß, ob es dasselbe ist vielleicht sogar, wie das aktuelle. Kann sogar sein. Und einmal ein Leben Orb Jungglut. Aber könnte auch passen. Also Schutzschild und Auflockern, ne, um Temposchub zu bekommen und dann die Tarnsteine wegzukriegen. Und Feuersturm, Fokusstoß, die beiden sehr starken Stabs. Kann sein, dass es immer das war. So, jetzt kommt auf jeden Fall Grodon rein und das trifft sehr viele Pokémon mit Boden sehr effektiv, ne? Mega Ampharos ja auch noch, Fuego ja auch noch und irgendein zwar noch, was es sehr effektiv trifft. So, und von daher kommt jetzt hier auch die Bodenattacke, die Abgrundsklinge und das war's auch auf minus 1 mit Fuego. Und man sieht, wie wichtig diese Tarnsteine sind und man sieht, wie stark Grodon in diesem Match einfach ist. So, wer kommt jetzt? Dageki kommt rein. Und Dageki ist Karadonis. Okay, ja. Karadonis wird durch eine Abgrundsklinge auf minus 1 eher unwahrscheinlich sterben. Weshalb ich glaube, dass Grodon jetzt nochmal rausgeht. Aber nein, Grodon bleibt einfach drin. Okay, ich hätte gedacht, dass Grodon jetzt somit das wichtigste Pokémon ist. Aber er lässt es hier einfach sterben. Wobei der Nahkampf jetzt auch die Verteidigung nochmal droppt. Also die Abgrundsklinge kann jetzt schon richtig massiven Schaden machen. Jop, mit dem Verteidigungsdrop auf jeden Fall. Sonst hätte es nicht gekillt. Da bin ich mir relativ sicher. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Außer es ist ein Walbrand-Grodon. Dann weiß ich nicht. Aber mir war so, als wenn es ein Walschal-Grodon war. So, jetzt kommt hier wieder Heatran rein. Und wir sehen Denryu. Und Denryu ist wieder das Mega-Ampharos. Und wenn Heatran hier, ja, Erdkräfte mit dabei hat, dann sieht das schon nicht so optimal aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber auch Mega-Ampharos kann Heatran vielleicht auf lange Sicht schon ein bisschen was machen. Muss man mal schauen. Erdkräfte kommen aber und die sind schon mal sehr, sehr gut dabei, was den Damage angeht. Oh, der Donnerblitz ist aber auch sehr gut mit dabei. Aber Heatran ist halt schneller und oh, Ampharos ist das letzte Pokémon schon. Oh. Ja gut, dann ist die Sache erledigt. Irgendwie dachte ich, eins hätte er noch. Da war ich mir fast sicher, dass noch eins da wäre. Aber nein, Felix verliert hier leider Gottes gegen Laurus. Also leider Gottes auf jeden Fall aus seiner Perspektive. Ich glaube, Felix ist auch einer derjenigen Kandidaten, die am wenigsten Versuche haben. Und zwar nur zwei an der Zahl, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich das auf die Schnelle finde. Ich hoffe, dass ich das mal nachgucken kann. Aber ja, war auf jeden Fall ein interessantes Duell, muss man sagen.
Ich hätte mir noch ein bisschen mehr von Jungblut gewünscht, auf jeden Fall. Aber Groudon war einfach so unfassbar gut. Das ist aber auch echt nicht so das optimalste Teambuilding von Felix gewesen, oder? 4 Bodenschwächen ist kritisch. Ja, und nur eine Bodenimmunität halt, ne, mit Togetic. Sobald Togetic halt fällt, und Togetic wiederum ist anfällig für Tarnsteine, was Boden-Pokémon ja auch gerne mal haben. Also Bodenmons machen hier schon richtig, richtig Probleme. Immunisieren auch die Elektroattacken, dürften von Caradonis den einen oder anderen Hit überleben. Also, ja, das ist ein wenig schwierig. So ist es, so ist es. So, kann ich jetzt das noch finden? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, dass Felix nur 2 Versuche hatte. Ich meine, ziemlich sicher schon. Da hab ich's. So, ja, Felix und Nobold sind die beiden Aufsteiger, die nur 2 Versuche pro Arena haben. Das heißt, beim nächsten Versuch gegen Lauris, da muss es klappen mit dem Orden. Ansonsten war es das bereits schon wieder mit dem Abenteuer Liga 1. Es wird also sehr, sehr spannend beim nächsten Mal. Wir werden sehen. Bis dahin und tschüss. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.